Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Demo von Slice and Dice. Roll Dice, do Battle, Upgrade Heroes, Equip Items. Easy as that, oder? Und da starten wir einfach mal richtig blind rein. Easy. Choose a Blessing. 3 extra Reroll oder 2 HP. Wieso steht hier die 4? Weiß nicht, nimmt die HP. Ja. Okay, wir haben Würfel. Die X'e sind wahrscheinlich nicht so gut. Okay. Ach hier. Klicke Dice. Reroll your Dice. Okay. Aha. Wieso nicht der? Okay. Die X'e sind nicht so gut. Tutorial. Super. Ja, was verteidigen? Ja, die macht einfach mal nichts. Okay, click on Hero to use their Dice. Shield some. Incoming Damage. Ich glaube, die kriegen. Kann ich die noch tauschen? Nee, oder? Weil hier. Der hier. Click on Ally. Den. Ach so. Der hat 3. Hier sind 3 gelb. Okay. Dann shieldet der den. Ja, dann shieldet der noch den. Und ja, und der Dieb, der kriegt halt einen auf die Fresse. Okay. Oh, der macht wieder. Okay, right-click a dice to learn what it does. Jetzt haben wir ja. Ach so, okay. Können wir sehen, was die machen. Ja, 2 Damage, das ist gut. Das ist quasi das Beste. Anscheinend, also auf dem Dice zumindest. Na, hier machen wir ein Damage. Oh, ranged, ja. Target enemy back row. It avoids on-hit passive. Ach so, weil das seiner ist, oder? Ah, okay, ja. Ah ja, hier kommt jetzt ein Rahmen, wenn ich da mit rechts drauf gehe. Okay. Ja, lazy, hier auf jeden Fall. Wir machen 2 Damage. Brauchen hier noch 1, 2, 3, 4. Den Thief würde ich auch mal machen. Ah, den würde ich mal rerollen wollen und den eigentlich auch, weil kriegen schon ganz schön was ab. Ah, ja, doch lieber. Den kann ich aber noch mal rerollen hier. Okay. 8 von 10 AP. Achso, ja, der hat ja schon mal Schaden bekommen. 2 Incoming Damage. Jo, das haben wir auch schon so gedacht hier, die gelben. Und Poison gibt's auch. Okay. Achso, nee, alles gut. So. Ja, dann mach ich erstmal den hier. So. Ah, schade. So schade. Ja, dann hier 3 Shields auf den und. Ja, der hat ja schon einen abbekommen. Also auf den. Ja, und mehr kann ich doch noch jetzt gar nicht mehr machen, oder? Ja. Okay. Ja, Defender, bitte. Ah, hier würde ich lieber noch mal. Ja, obwohl. Oh, der ist. Ja, das ist klar. Okay, wir haben hier noch die Chance zu verteidigen. Zu shielden. Na, das müssen wir auch nochmal rerollen. Hier nehmen wir den Damage. Oh, das ist. Das ist.
Gut. Wir können halt nur. Also es ist halt egal, ob wir jetzt mit dreien oder mit einem schielen. Hier die drei gehen auf jeden Fall auf den. Und die anderen kriegen nur einen. Also versuche ich lieber nochmal zu rerollen und was. Ah, shit. Okay, Monster Show their intentions and you get respond. Increased damage is shown in yellow. Hab ich schon gedacht. Na gut, gucken. Jetzt können wir hier ein Damage machen. Und dann gehen die zwei Damage wenigstens auf den neuen. Ah, jetzt fliegt halt auch der als Damage-Dealer weg. Na gut. Ja, dann hier und der hier. Und okay. Wieder an den Schaden. Okay, ich brauche 4 Damage. Hier haben wir schon mal. Ja, gut, komm, das können beenden. Jawohl. Fight 2 von 12 gegen Boas. Ah, he was fully healed between. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber wahrscheinlich nicht, wenn sie sterben, oder? Was ist das? Oh, ist das jetzt so. Oh, mein Gott. Ah, die können. Die können upgraden. Ja, das ist wesentlich besser, würde ich mal sagen. Yes. Please. Der hier ist ja auch schon gut. Also der ist ja so schon ganz, ganz nett. Inventar. No items. No items. Achso, ich könnte wahrscheinlich noch einen sechsten haben. Rename. Nee, 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 nee. Gut, continue. Was ist denn das? 2 Damage und Self-Heal. Der, aber der wird gerade nicht angegriffen. Hier nehme ich mal die 2. Hier würde ich mal rerollen. Hier nehme ich auch die 2 Damage. Hier nehme ich auch die 2 Damage. 1, 2, 3, 4. Was ist denn das I? Was ist denn das? Weil dann würde ich sagen, gut, scheiß drauf. Ich mach das. Und reroll den. Ja, was ist denn das? Alle zwei. On all sides. Unlock an item. All sides to two. Keine Ahnung. Nö. Mache ich einfach nicht. So, jetzt kann ich einen töten. Ich habe hier zweimal verteidigen. Kann ich hier nochmal? Genau. So, die gehen alle auf den. Dann verteidige ich doch zweimal hier. Und kill dann dafür den. Scheiße. Ach hier, must be removed. Individually. The inner HP, okay. Achso. Oh. Oh mein Gott. Ja, bitte. Naja. Das bedeutet, ich muss einmal den Schaden machen. Vermutlich. Was ist das? Oh, doppelt. Gegen Targets with full Enrage. Okay. Ja. Es ist im Prinzip egal. Der wird wieder nicht angegriffen. Ich könnte an den zwei Schaden machen. Ich nehme aber erstmal. Oh, das wird übel. Ja, ich nehme den auf jeden Fall.
Ja, die zwei Damage sind gut. Hier könnte ich vielleicht mal. Ah, hier könnte ich zwei Schaden machen. Deswegen rolle ich hier nochmal. Oh Gott. Ja, das nehmen wir. Ach. Undo Action, okay. Und Elder komplett. Okay. Na gut, ich versuche jetzt aber erstmal. Der greift den an. Der hier. Okay. Gut. Dann hier zweimal da drauf und der Attack und ich so weiter. Ah, die Schilde sind weg am Ende der Runde. Okay. Der geht wieder auf Single Target. Das ist okay. Ich nehme hier den Damage. Ich nehme hier den Damage. Von dem Defender ist mir egal. Warum? Der hatte zweimal hintereinander das. Gut, das müsste doch jetzt aber reichen, oder? Ja, sehr gut. Dann gibt es einen Schatz. Seeding, a random. Was macht das? Middle side with Heal 7. Self oder. Replace two left sides with two damage growth. Get one pip this fight after use. Replace the left side with ach so, zwei Damage Growth. Okay. Inventory. Track to. Ach so, das sind meine Items. Okay. Ja. Replace the left side. Ah, nee, ich nehme, glaube ich, den. Kann ich die nicht drehen, die. Ich will das hier entfernen. Hä? Ach so. Ach. Okay. Cool, das ist nicht dauerhaft. Naja, gut. Dann weiter. Ach, das sind die. Okay. Oh mein Gott, der ist einfach mal tot, wenn die. Ach, du Kacke. Starts at the back. Ach so, die sind hinten. Oh Gott, und die machen 2 bis 3 Damage. Und alle auf den einen. Nee, der auf den. Der auf den Defender. Aber die drei alle auf den Fighter. Two Proof Damage. Get one Pip. Was ist ein Pip? Das nehme ich auf jeden Fall. Ich will es auch einfach mal ausprobieren. Das hier. Ja. Macht nur 2 Damage. Nicht cool. Den Defender würde ich nehmen. Ich brauche aber Damage. Ah. Aber der Berserker-Damage, das linke, das wäre richtig gut für den. Und hier nehme ich auch das Schild. Der macht halt nur 2 Damage. Aber ich muss das jetzt machen. Ich muss hier jetzt. Ach. If there's a. No. You're about to die. Okay. So, was macht denn das jetzt? Wenn ich das. Ah, Growth. Der hat dann einen mehr nächste Runde, glaube ich. Ja, jetzt muss ich den. Piu! Geil. Ja, jetzt. Wird halt mein Fighter.
Defended. Oh, 3 Damage. Und die gehen auf den Gladiator. Ja. Ah, nee. Das würde ich auch gerne nochmal rerollen. Den nehme ich. Ah, und hier der eine Damage. Hm. Ja, doch. Ich glaube, ich gehe auf Nummer safe. Undo in Action. Nee, das war... Nee, was war denn das? Wie ging Undo? Oh, egal. Erstmal... Bam. Bam. So. Jetzt kriegt er 3 Schaden. Das ist okay. Hier 2. Nimm ich mal den Archer. Den nehme ich komplett raus. Das ist wirklich nur... Okay, dafür da. Ja, dann shield ich den noch. Und ist GG. Ja, also nichts gemacht. Also die. Okay. beide auf den Thief. Aha. Ja. Nehme ich. Nehme ich auch. Den Rest reroll ich. Oh. Ja. Ja, nö, das... Passt, passt. So, der macht jetzt also doppelt Schaden. Das heißt, der macht jetzt 4 Damage an der Ratte. Ja. Ja, und dann hier... Der Thief, die Rache. Mensch, oder... Oh. Was? Ein Mönch? Wer kann denn ein Mönch sein? Der Defender. Okay. Redirect all damage and enemy effort from an ally to yourself shield. 3. Oh, das ist schön. Schöne Tiefe. Reduce targets negative effect by 2. Hm. Shield 1 repel. Damage to all enemies attacking the target. Und shielde den noch. Hm. Ah, ich finde das aber irgendwie ein bisschen solider hier. Einfach, also die Werte halt hochzutreiben. Das ist halt alles plus 1. Ja, ich nehme lieber erstmal den. Oh mein Gott, und der hat so viel Leben. Alpha Wolf ist jetzt dabei. Cleave. Okay, macht an 3 Leuten Schaden. 6 Damage. Summon a Wolf. Was? Dann nehme ich auf jeden Fall das hier. Oh ja, das ist so wichtig. Und der hier macht 3 Schaden. Hier bei dem Thief nehme ich auf jeden Fall auch den Damage. Den würde ich rerollen. Den auch. Den nicht. Oh, das ist ja auch... Rotz. Okay, ich nehme hier den Damage. Hier versuche ich es nochmal. Okay, aber jetzt... 4. 2. Der heilt sich selbst. Und hier nochmal 2 Damage. Nur, da habe ich doch einiges gemacht. 8. 8 Schaden. Nee, wieso Undo? Nein. Scheiß auf das Tutorial. Ah, okay. Der
Er macht nochmal einen Wolf. Ja, da ist einer schon mal gedeckt. Hier nehme ich auch den Schaden. Und die rolle ich nochmal neu. Okay, hier könnte man den... Oh mein Gott, das ist gut. Das ist so gut. Das ist ziemlich gut. Das ist, ja. Okay. Dann ist es, glaube ich, egal, wie rum ich es mache. Aber hier der Alpha verreckt. Ja, und dann tun wir mal so, als wäre nichts gewesen. Oh, jetzt macht er schon, jetzt macht er 4. Aber das ist mir egal. Hehe. Der Thief auf jeden Fall immer den Damage. Das ist doch auch nichts. Oh, das geht beides auf ihn. Da ist das doch ziemlich gut. Hier mache ich den Damage. Aber kann ich auch perfekt wegblocken. Und, klappt das nochmal so gut? Ja, weil der stirbt ja jetzt eh. Hier wäre... Obwohl, nee, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so. Ich nehme das jetzt. So, hier liegen noch 5 Damage. Ah, das reicht leider nicht. Der stirbt aber. Ah, das nehme ich. Das nehme ich auch. Ah, hier nochmal rollen. Und hier auch. Oder nehme ich den? Nee, ich roll. Na gut. Achso, ich kann nochmal. Ich könnte hier die... Ach komm, ich bin ein Schisser und nimm den... Oh mein Gott. Sind das jetzt... Das sind jetzt 3 und dann nächste Runde sind das 4. So. Hier, damit es nicht für umsonst war. Und das war trotzdem für umsonst. Okay. Awesome Leaves. Was macht das? Add Crow to the rightmost side. Ah, to the rightmost. Das ist halt der ganz, ganz rechts. Add Parent to the left side. Parent, zweimal if I was not used last turn. Achso, doppelt. Wenn es nicht... Pillow. Ah, to the rightmost Grove. Die ganz rechts sind halt nicht so geil. Oder ich habe halt gar keine hier. Nee, dann nehme ich lieber das Pillow. Oder? Ja. So, und das Pillow macht... To the left side. Doppelt, wenn ich nicht... Ach du Kacke, das hier. Dann macht das ja unverschämt viel. Das wäre auch krank. Einfach mal 8 Schild. Oh. Ich lasse es erstmal. Oh, Bandits. Was ist denn das 2? Fleece if an ejected monster is overkilled by 2 or more. Okay. Oh, was ist denn das? Oh, hier auch erstmal 6 Damage. 5. 2 Poison. Also inflicts 2 unblockable damage at the end of each turn. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Den nehme ich und dann... Oh ne, ich brauche auch ein bisschen Schild jetzt, wie ich gerade feststelle. Oh. Ja. Boah, der Defender ist gerade so schlecht. Ja.
Lass noch mal rollen. Okay. Ich kann. Ah, schade, das reicht leider nicht. So. Ja, dann. Ich gehe 2 auf den Thief, weil der hat dann immer noch weniger Max Damage als der überhaupt. Poison und 5 Damage, aber Poison 1. Ja, Poison 1, das ja. Oh mein Gott. Wie viel Schaden sind denn das dann? Weil das. Oh Gott, diese Overlays. If I was not used last turn. Meint der das hier oder den ganzen Würfel? Also er. Das wäre jetzt noch interessant rauszufinden. Weil ansonsten wären es ja 8 Damage, würde ich mal so rechnen. Würde ich mal gern optimistisch rechnen. Egal, ich nehme hier den Damage und. Ja, komm. Oh. So, ich mache erstmal den platt. So. Jetzt. Das waren 4. Okay. Dann ist Pillow wahrscheinlich wirklich, dass der Charakter, ne, überhaupt nicht genutzt werden sollte. Aber das reicht doch schon. Und Brute und Juggler. Ja, ich würde lieber den Thief nehmen. Obwohl, Stunner nehmen wir viel cool. Oh, less HP than me. Heavy. Target must have the most HP. Target must have. Ansonsten Self-Shield. Ist auch nicht schlecht. Cantrip. Accurate Terrain. Aha. Ja, ich nehme den Thief. Und machen wir weiter. Sneak. Also die machen 4 Damage. Was hat denn. Oh, die haben noch was. If an enemy I target get plus 5 Shield, I flee. Okay, wenn jemand plus 5 Schild oder mehr bekommt, haut er einfach ab. Poison. Das bringt mir halt immer irgendwie nie was. Activates during rolling if it lands face up. Heißt das, der macht jetzt Damage? Ich verstehe den Würfel nicht so ganz, wenn ich den jetzt nehme. Activates during rolling. Ins Face ab. Ich glaube, ich nehme aber erstmal das Schild. Was soll denn das? Ach, Self-Damage. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ach so. Nee. Ah, das hier ist Self-Damage. 2 Damage. Okay. Ah, das ist ja Kacke. Also, muss ich jetzt nochmal, oder? Oder macht der jetzt auch ein. Ich roll einfach nochmal. Ja, das ist ja insgesamt ganz schöner Bockmist hier. Jetzt hat er. Ah, doch, der hat Damage gemacht. Okay. I see. Der Juggler bekommt Heilung. Und die Militia. Die stirbt. Joa. Die Snake würde ich als nächstes. Ja. Ja. Oh, das ist sehr gut. Also, das ist so semi-gut. Aber jetzt kommt der Pillow-Effekt zu tragen. Aber nur, genau, nur bei.
bei der anderen Seite hier. Nur bei dem ganz linken. Da würden wir 8 Schaden machen. Nehmen wir. Den können wir nochmal rollen. Die anderen auch. Okay, cool. Aber... ein Damage. Oder noch ein Kriegen. Den müssen wir nochmal rollen. Den rolle ich lieber auch nochmal. Weil der hier sonst... der ist sonst übel. Den nehme ich aber. Ich will nicht riskieren, dass er nochmal Schaden bekommt. Okay. So. So. Ach, der hat 5 Rüstungen bekommen, deswegen ist er abgehauen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich halt auch nicht. Wenn der da abhaut. So, to all basic damage size. Replace 2. The 2 right sides with 2 damage. 2 rights with 2 damage. Das ist doch eigentlich prima für den. Für den Juggler, oder? Jawoll! Oh mein Gott, das ist gut. Das ist ja richtig gut. Continue. Also, T3 Items are about... okay. Was ist das? Must be removed individually. Okay. All HP. Individually. Also muss ich da 5-mal einzeln draufhauen? Also auch quasi, dass wenn ich 5 Schaden machen würde, würde immer nur einer weggehen. So verstehe ich das. Aber das ist ja heftig hier. 2 Damage an allen. 7 Damage auf einen. Ich schau mal noch. Pillow. Ja, Pillow ist Dreck. Pillow war absolut die falsche Wahl. Was ist das? Flee if alone? Okay. Aber was ist das? Eliminate. The least HP. Okay. Der greift auch den an. Der greift auch den. Die greifen den alle an. Also der muss den angreifen. Ja, das sind 11. Das sind 14 Damage. Plus 5. Also ich weiß nicht, was ich mit dem machen will. Ich krieg das doch nicht ge... So. Der macht mehr Schaden. Also. Pew, ja, Pew, aber. Oh, ein. Ach, der Juggler macht ja noch einen. Okay. Ja, gut. Puh. Puh. Damage? Nee. Ich glaube, ich nehme den Damage auch. Und die beiden reroll ich bis zum Ende. Oh, das gibt's doch nicht. Mann. So. Machen wir den weg. Macht er wirklich an allen Schaden? Ach du Kacke. Ja, dann... Juggler. So. Jetzt bin ich gespannt. Ja, macht einfach einen.
Aber der auch. This lady is trying to flee. Let him just go. Nö. Ich mach den jetzt weg. So, so. Reroll. Ey, jetzt juggelt der nicht mehr da drauf. Jetzt. Bam. Schön. Jetzt boom. Boom. Weg. Upgrade. Soldier. Hm. Oh. Ich glaube, das hier ist das Level, oder? Also wie stark die insgesamt sind. Hier könnte ich mir vorstellen, Schild mit Cleave. Also hits both sides of the target. Achso, der schildet dann quasi drei Leute mit einem Schild. Ja, und was ist das? Myth, Target gets plus one to damage and shield sides. Das ist schon. Aha. Ja, Armorer. Oh, Slime Queen. Die hat bestimmt machen Slime. Nee. Target. Cleave, Cleave, Cleave. 9 Damage Heavy. Wie ist das so ein Riesenwürfel? Sehr schön. Was ist denn das eigentlich mit dem Plus? Summon a Slimer. Every 5 HP. Okay. Ich wollte jetzt aber mal gucken. Was macht das nochmal? Also hits both sides of the target. Macht 9 Damage also insgesamt. Der hat gerade 2 Schaden gemacht. Hammer. Und der Slime? 3 Damage. Oh. Oh. Das ist gut. 2 Damage oder... Nee, den würfel ich auf jeden Fall nochmal. Ja. Und den Rest reroll ich. Schön, schön. Perfekt. Ja. Und hier würde ich eigentlich gerne so 3 oder 4 Shield haben. Aber, naja, 2 Damage. Nee, ich will den eigentlich. Ah, na gut, na gut. Machen wir es halt so. Der räumt den Schleim weg. Okay, das ist egal. Oh, das ist ja ein größerer Schleim. Der spawnt auch nochmal Schleims. Will ich. Oder? Ja, das ist ja. Hä, das ist ja dumm. Das ist okay. Ich will den tot haben. So, ich mach das mal Undo, damit ich hier das Tutorial abgeschlossen habe. Endlich mal. Okay, aber die Slime Queen bleibt. Oder was? Shield 1. Der stirbt. Das hier, 3 Damage to Top und Bottom. Na, das bringt mir ja... Das bringt dem ja gar nichts. Da geht's es los. Shield Sides. This turn. Target und Bottom. Ist halt die Frage, habe ich hier mit dem Gladiator lieber... Ja, hier nehme ich lieber mal das Shield. Nehme ich hier den Damage. Ich nehme mit dem... aber Growth. Ich bin ein bisschen greedy. Achso, Slimer, das ist ein Slimelet. Jawohl. Jawohl. Ja, der wird hier ordentlich geschildert.
Der ist ja weg vom Fenster. Ich glaube, ich nehme mal das Damage. Ja, ich nehme mal den Damage hier. Ah, na gut. Die zwei machen den erstmal weg. So. Die drei für den. Und den weg. So. Jetzt können wir den hier heilen und den so heilen. Also Schilden nicht heilen. So. Der hat nichts gewürfelt. Ja. Und der. Ah, das finde ich alles nicht so geil. Tatsächlich. Jetzt ein Reroll. Schön. Drei Damage nehmen wir mit. Und der letzte Reroll mit vier Würfeln. Ah, schade. Na gut. Hier das erstmal. So. Und hier den einen Damage. Und den kann ich nichts machen. Nö. Ich mache mich platt. Den. Jawohl. Oh mein Gott. Jetzt. Ach du Kacke. Ich nehme die mal, weil ich sehen will. Jetzt haben wir ja den Pillow-Effekt. Den Patient. Stand hier 6. Oha. Tier 4 Item ist es, haben wir jetzt schon. Ein Glowing Egg at Growth to the left side. Kann der eigentlich denn zum Beispiel Growth 2 haben? At the start of each turn, Self-Shield 4. Self-Shield 4. Ich guck. Oha. Er macht einfach 4 Damage an einem. Der auch. So, was kann der? Ah, der hat erstmal Starts at the back. Ja, okay. Stun this turn. The fourth HP. Achso, hier, der ist ja. Stunned this turn. Summon two bones. Oha. Die will ich also doch nicht. Heal. Free to all allies. Uff. Der kann richtig ekelhaft werden. Weaken. Target gets minus 4 to all pips this turn. Okay, dann. Bin ich, glaube ich, eher für das Growth. So. Ach so, Hat er jetzt Growth 2? Nee. Ah, das ist cool. Man hat ja. Hier sieht man sogar noch den Effekt. Wenn ich das hier reinlege. Dann hat er einen anderen. Hier auch. Hier auch. Oh, das wäre auch gut. Ach, das fände ich auch spannend. Ja, das ist richtig gut. Der würde ja jedes Mal. Also, ich muss das einsetzen. Aber dann, wenn. Hat er ja 3 Damage. Und wenn er dann geface-upt wird, mache ich 3 Damage. Das ist doch cool. Continue. Bats machen 2 Damage to all. Hier will ich eigentlich gar nichts haben, oder? Doch, ich will das eigentlich mal ausprobieren. Da geht es plus 1 zu Damage and Shield. To Damage and Shield. Oder? Seid's schon? Ich muss das jetzt mal. Muss jetzt mal angucken. Oh! Die hauen beide auf den drauf.
Dann. Nee, dann versuche ich doch lieber nochmal ein Shield zu rollen. So hier. Also jetzt both sides of the target. Shield 1. Ich könnte den shielden und dann werden die auch geschildet, oder? Ich probiere das mal so. Okay. Jetzt muss ich den hier schieben. Thanks. No problem. Ah, den kann ich gerade nicht. Deswegen. Oh. Ach, geil. Ja, wegen dem. Oh mein Gott, das war wichtig. So, jetzt schielde ich mal den. Okay, und die kriegen dann alle. Alles klar. Ist der jetzt die Runde gestunt? Was? Nein! Hä? Ich dachte, das ist das gestunt, nicht? Warum nicht? Oh, krass. 8. Aber nein, das reicht mir nicht. Geil. Oh mein Gott, ey. Das war ja krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Okay, also der Fighter kann zum Whirl oder zum Scrapper werden. Bloodthirst. Und das ist for each shield I have. Okay. Plus 1 Damage Shield. Das wäre richtig gut mit dem Selbst Shield. Ein Damage gegen alle. Cleave also hits both sides of the target. Ja. Ja, ich glaube, das. Ich glaube, der wird's, oder? Oder? Obwohl ich habe auch viel Shield. Reach damaged enemy. Plus 1 für each damaged enemy. Nee, ich nehme den. Dann habe ich das nämlich wieder bekommen. Ach, das ersetzt das. Okay, nee, das ist ja nicht so geil. Das ersetzt das. Nee, da will ich. Nee. So, was können die denn alles? So. Erstmal on-hit damage der Attacker for one. Okay, das ist nicht geil. Dann können die Poison Damage und 4 Damage. Die machen jetzt alle Poison Damage. Okay. Target Monster at least HP. Okay. Okay, so. Na, hier wäre es schon. Nee, gefällt mir irgendwie alles nicht so. Das gefällt mir schon ganz gut. Das nehme ich auch mit. Ey, jetzt kommt nur noch die Kacke, ne? 3 Damage ist okay. Naja, gut. Nochmal 2 Heilung vielleicht. Ja, gehen wir auf Nummer sicher. So. Heilung bekommt der. Die machen alle gleich viel. Ja, ich töte den. Ja, dann töte ich den hier mit. So. Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Poison.
So. Sehr gut. Ja, komm. Gehen wir mal, gemütlich. Hier nehmen wir den Reroll. Also 4 Heilungen habe ich hier schon mal. Nee, so richtig gefällt mir es nicht. Das hat jetzt schon getriggert. Ist das geil. Ja, dann kann ich den hier mitmachen und hier die 3. Jedes Mal, wenn er Schaden macht. Das ist ja noch geiler. Okay. Sponge. Enemy dies. To all sides. To all sides. This turn. Cracked wheel. Add sticky to all sides. Plus ein reroll. Cannot be rerolled. To all sides. Und ich krieg ein reroll. Er opfert sich quasi, dass alle anderen nochmal rerollen können. Ist gar nicht so schlecht. Also für den nicht, aber. Auf den hier zum Beispiel. Aber das ist. When an enemy dies. Plus ein Pip to all sides. Nee, ich gehe jetzt hier voll auf den Juggler. Wieso kann ich denn das. Hä? Wieso kann ich denn das immer nur hier hinten machen? Achso, ne, das ist ja. Ja, gut, bei denen ist es egal, aber. Gerade mit den angrenzenden. Ja, das will ich aber auch nirgends haben, irgendwie. Das ist nicht mehr so gut. Na gut, dann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oha. Was hat der? I die if I take 4 or more damage in a single attack. Okay. Die Zombies. Bone. Tragic. Was? Ein Damage. Also die machen sich gegenseitig Schaden. Okay. Hier gibt es 3 Damage. Das ist okay. 3 Damage und macht aber den... das ist auch nicht schlecht. Ja. Jawoll. Genau, darauf. Darauf ziele ich ab. Und hier würde ich gern. Nochmal, schade. Okay. Das sieht doch sehr solide aus. Ich habe jetzt zwar nur den hier, der verteidigt, aber. Ist okay. Wir machen hier Damage. Wir machen 2 an dem oder machen wir 3 an dem? Ja, wir machen 3 an dem. Jetzt brauchen wir hier nur noch den einen. So. Und so und so. Naja, gut. Ach, nee, das ist. Ist es Poison? Ach, das ist Poison Damage. Okay. Ja gut, dann. Ich habe schon mal 2-mal Shield. Ich würde mal den hier noch nehmen. Oh mein Gott. Jawohl. Wenn der 4 Damage kriegt, stirbt er instant. Und hier noch das.
Okay, Lich als nächstes. Ach du Kacke, Stoiker. Level 14 ist der jetzt. Oder wird der? Das oh, 6 Damage. Plus 3. Wäre Full HP. Ah, der ersetzt den Juggler. Double Out Damage. Effect this turn. Ah, Dodge All. Ja. Double Use. Okay. Also, wenn das hier wirklich Power Level ist, sage ich mal. Come to me. So. Stun an enemy with equal or less HP than me. Und dann redirect all damage from self-shield. Ja, will ich... Das ist okay. Ich mach den sticky. Damit wir den Juggler behalten. Okay, und jetzt gucken wir erstmal... Also die Bones, wenn die sterben, machen die Schaden an Allies. Okay. Und die machen 3 bis 4 Damage. Was machst du? Der Summoned Bone. Alle 5 HP. Starts at the back. So. 2 Damage. Petrify. Transform 2 sides to stone this fight. This fight. Nicht this. Was? Minus 1. Summon 2 Bones. Was ist das denn? 2 Damage Petrified. Muss ich den blocken? Das ist erstmal okay. Ja, das ist irgendwie alles Schmarrn. Ich würfel aber auch nicht das Richtige. Jawohl. Das nehme ich. Und hier ist okay, ich nehme die 3 und ja. So, hier könnte ich jetzt noch sagen, dass die sich noch heilen sollen. Nee, aber ich will lieber auch nochmal. War gut. So. 2 Damage und Self-Shield. So. Was? Wo kam der jetzt her? Ach, der hat den Damage bekommen. Ah, okay. Okay. Moment. Cleave. Muss halt both sides. Dann macht's ja Sinn, den hier. Ah, das hat auch Schaden gemacht. Sehr geil. So, jetzt könnte ich den. Ach, nur ejected. Och, verdammt. Da habe ich's. Ich habe mit allen gerechnet. Schade. Oh, der hat ja sau viel Leben. Ach, das ist die Anzahl an Leben, die die haben. Hier oben. Das ist nicht das Power Level oder so. Oh, das ist sehr scheiße, weil ich kann den ja nicht rerollen. Na toll. Kann ich an der Stelle doch. Weil die D-Sides haben ja das und das aber nicht. Na, cool. Nehme ich die Damage. 3 Damage wären das. Ja. Ja. Nehme ich. Und ich nehme den Damage. Ja. Okay. Ja, das ist okay. Ah, der wollte eh den angreifen, ne? Ah, ne, alle. One damage to all enemies weakened. Oh, das ist ja nicht so nett. Ja, hier nehme ich auch den Damage. Den reroll ich ganz gemütlich hier noch zweimal. Ah, okay.
Ach nein, Andu. So, jetzt muss ich jetzt schlau sein. Geht so, ne? Der macht das auf alle, der ist geschildet. Dann nehme ich den da. Summoned zwei Skelets. Ah, weakened by one. Das ist ein Damage to all enemies. Ja, ich glaube, besser wird es mit dem auch gerade nicht. Okay. Ein Damage. Oder doppelt so viel, wenn. Der macht ein. Es kann hier noch kommen. Es ist schon das Beste. Shield braucht er ja nicht. Das nehme ich sofort. Null Shield. Toll. Okay. Dann erstmal hier. Overgrowth. Trade Groove. On a single side. Ah, unlocks an item. Smelly. Decay und Growth. Ah, okay, cool. Ja, jetzt nämlich. Bam. Doppelte Damage. Dann hier. Das bringt nichts. Der summon doch einfach. Ja, dann. Das bringt ja auch nichts. Puh. Macht wieder Weekend. Wie das. Hä, das ist dauerhaft? Disturb. Was ist denn das jetzt? Oh. Oh, das ist. Oh. Aber das ist egal. Nee, ich hau die einfach um. Würde ich sagen. Jawohl! So, und der Rest ist eigentlich egal. So, und zweimal rerollen. So. Dann. Bam. Triple Kill. Yeah, easy. Gut. Das war Slice and Dice. Ein ziemlich cooles Würfelspiel. Würfel. Naja, also bei Karten würde man ja sagen, Deck, nicht Deckbuilding, sondern Cardbuilding. Das war ja jetzt schon ein bisschen auch Dicebuilding, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, cool. Stats. Victory, Damage gemacht. Über eine Stunde. 150 X-Rolls. Boah, okay. Ja, Andus einfach nur, weil ich musste. Ja, cool. Also es hat mir ultra Spaß gemacht. Ich finde es schon ziemlich cool. Noch ein bisschen mehr. Ja, noch ein bisschen mehr Dice Building. Nicht nur mit diesen Items, sondern auch irgendwie was Dauerhaftes. Das finde ich auch nicht schlecht, dass man die Items auch nur links platzieren kann. Ja. Weiß nicht, wie die Vollversion aussieht. Das war jetzt nur die Demo. Und ja, mal schauen. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaltet gerne mal wieder ein, wenn es irgend so ein komisches Pixel-Roguelike gibt. Das werden wahrscheinlich noch einige werden, so in nächster Zeit. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video und bis bald.